Anlässlich des Besuchs seiner Heiligkeit Abt Shi Yongxing beim Firmensitz der Schletterer Internationalgruppe in Straß im Zillertal wurde erstmals ein spektakuläres Projekt der Öffentlichkeit präsentiert, das derzeit von Schletterer in Kooperation mit den Shaolin Mönchen geplant wird. Am Heiligen Berg von Songshan in China, dem Hauptsitz der Shaolin Mönche, soll das weltweit erste Shaolin Qi Resort entstehen. Mit dem spektakulären Konzept Shaolin Qi Resort, das Schletterer auf Initiative seiner Heiligkeit Großmeister Shi Yongxin ausgearbeitet hat, soll nun die Zusammenführung von östlichem und westlichem Know-how in Gesundheitsthemen in Form eines Hotelkonzeptes gelingen. Grundsätzlich ist es für die etwas gehobenere Kundenschicht in China ausgerichtet. Es sollten natürlich auch Gäste aus Europa kommen, aus USA kommen, auch aus den arabischen Ländern kommen, aber 70-80% der Gäste werden aus China erwartet. Es gibt 2 Millionen Tagesgäste derzeit in dem Tempel, der unmittelbar neben unserem Resort ja das Zentrum der Shaolins ist. Das heißt also, es ist ein sehr bekannter Platz und der Heilige Berg ist ohnehin etwas ganz, ganz Besonderes in China. Man darf da durchaus den Vergleich ziehen, dass seine Heiligkeit, der Abt, die gleiche Bedeutung bei den Shaolins hat, was im christlichen Glauben der Papst für uns ist. Also eine sehr bedeutende Location, wenn man das so sagen darf. Und wir sind sehr stolz, dass wir da jetzt den Abt dazu bewegen konnten, dort ein Projekt mit uns zu realisieren. Das geplante Shaolin-Gesundheitsresort soll dabei natürlich insbesondere die Werte des Chan-Buddhismus, die Shaolin-Kultur, Kunst und Medizin noch stärker vermitteln. Der Besucher wird Bescheidenheit auf sehr hohem Niveau vorfinden. Er wird zu sich selber finden, er wird sehr viel für seine Gesundheit tun können, er wird also die traditionelle chinesische Medizin erleben, er wird die Gesundheitsthemen der Shaolin-Mönche und der Shaolin-Spezialisten erleben, aber er wird auch mit gewissen Dingen aus dem westlichen Bereich, die sich also auch in China durchgesetzt haben, gesundheitliches Thema verbessern können. Die über Jahrhunderte bestehende Kultur und Weisheit soll im Shaolin Qi Resort modern, aber authentisch interpretiert werden. Dabei wird laut Heinz Schletterer, dem CEO von Schletterer Wellness und Spa Design, ein völlig neues Konzept für einen Ort der Energie und Gesundheit entstehen, der die Einheit von Geist, Körper und Seele in den Mittelpunkt stellt. Das Gesundheitsresort wird in der 5-Stern-Kategorie angesiedelt und auf einer Gesamtfläche von rund 58.380 Quadratmetern mit 119 Zimmern entstehen. Wir schätzen nach chinesischen Investmentsummen 30 bis 35 Millionen, was einer Investitionssumme von über 50 Millionen bei uns bedeuten würde. Wir hoffen, dass wir im verbleibenden Jahr noch die gesamten Verträge abschließen können mit Investoren und auch mit den Projektgesellschaften, mit den ganzen umliegenden Behörden und so weiter, und dass wir dann spätestens im März, April, Mai dann mit den Projektarbeiten im Detail beginnen können. Bei der Auswahl der Partner beeindruckte die internationale Reputation von Schletterer und das weltweit bewiesene Know-how in der Planung und im Design von Gesundheits-, Wellness- und Spa-Einrichtungen. Schletterer macht dort und da irgendetwas Interessantes und dann fragt man halt, wer hat denn das gemacht? Das ist dann auch immer mit Erfolg gepaart. Also es ist nicht nur Architektur, die wir machen, sondern es ist vor allem Erfolg, das, was wir kreieren. Und wenn etwas sehr schön und sehr erfolgreich ist, dann gibt es eine große Chance, dass der Name Schletterer darunter steht. Und das spricht sich herum. Und dann geht es auch bis zu den Shaolin-Mönchen, die dann fragen, wer hat das gemacht. Und dann haben die offensichtlich erkannt, dass Schletterer der ideale Partner ist, um dieses Projekt zu realisieren.